Du Schatz, ich habe gerade eine Nachricht von Luise bekommen. Oh, aus dem Krankenhaus. Ja. Unser kleiner Nazi ist gerade auf die Welt gekommen. Was? Die jetzt auch? Ah. Unser kleiner Maxi ist gerade auf die Welt gekommen. Autokorrektur. Ja, wir schreiben uns jetzt auch nur noch Textnachrichten. Über SMS. Messenger. Facebook. Hauptsache nicht mehr telefonieren. Texten macht alles viel einfacher. Man kann lesen oder antworten, wann man will. Es gibt keine direkte Widerrede. Viel unverbindlicher. Total nett. Wir haben unserer Oma auch schon ein Smartphone geschenkt, damit sie uns Textnachrichten schicken kann. Aber sie ruft trotzdem weiterhin an. Ich glaube, die hasst uns. Damit sie es lernt, gehen wir einfach nicht mehr ran. Seit 3 Jahren. Was ist deine Oma? Mit Textnachrichten kann man sich auch viel verständlicher ausdrücken, ohne diese unnötige zwischenmenschliche Nähe. Schulze? Hallo Herr Schulze, hier ist die Polizei. Wir haben Ihre Tochter Anna bei uns in der Ausnüchterungszelle. Komm. Ja, um Himmels Willen. Und dafür rufen Sie an und verwickeln mich in ein persönliches Gespräch? Mit unserer Ehe klappt's jetzt auch viel besser, seit wir eine Eheberatung besuchen. Also ein Eheberatungs-WhatsApp-Chat. Frau Schulze, seit wann vertrauen Sie Ihrem Mann nicht mehr? Seit seiner SMS bin mit der Chefin beim Petting. Oh, warte, ich war mit der Chefin beim Meeting. Warum hast du dir dann die Hoden amputiert? Ich hab Hosen anprobiert. Ach, Autokorrektur. Na, jetzt weiß ich auch, warum du dich zerschneiden lassen wolltest. Aber schon radikal. Nee. Ich wollte mich deswegen von dir scheiden lassen. Ach. Autokorrektur. Und die Kinder sind im Mieder? Heißt eigentlich, die Kinder siehst du nie wieder. Oh, diese crazy Autokorrektur. Dann ist ja alles gut, hm? Ja. Oh. Ach, wie gut, dass ich mir nicht die Hoden hab amputieren lassen. Ja, wirklich.